Herzlich willkommen zum Newsflash aus Waidhofen. Mein Name ist Alina und ich mache gerade ein Ferialpraktikum bei Gemeinde.tv und darf euch jetzt die heutigen Themen vorstellen. 5 neue Gruppen, 3 direkt in der Stadt und 2 in den Ortsteilen. Diese plant man derzeit in den Waidhofener Kindergärten. Mit den zusätzlichen Gruppen soll die Betreuung der Kleinstkinder im Alter von 1 bis 2,5 Jahren sichergestellt werden. In St. Leonhard laufen so etwa bereits die Umbauarbeiten und die Vorbereitungen für eine zweite Gruppe, wobei auch zahlreiche Ehrenamtliche mithelfen. Immer mehr Städte und Gemeinden setzen auf alternative Mobilitätsangebote. In Waidhofen ist der Verein für Carsharing bereits seit einigen Jahren im Einsatz und das mit stetig steigenden Mitgliederzahlen. Die Stadt stellt dem Verein nun ein neues Fahrzeug zur Verfügung, ein Elektroauto. Mit dem Opel soll nun also auch ein E-Auto dazu beitragen, dass der ein oder andere Waidhofener auf ein Zweitauto verzichten kann. Auch diesen Sommer spielen die Waidhofener Kapellen sonntags im Konviktgarten auf. Dieses Wochenende ist die DMK Windhag an der Reihe und lädt von 10 bis 14 Uhr zum Frühshoppen ein. Nächste Woche, am 30. Juli, gibt es Musik und Kulinarik beim Konzert der Trachtmusikkapelle St. Georgen in der Klaus. So steht einem gemütlichen und geselligen Sonntag nichts mehr im Wege. Das war der Newsflash aus Waidhofen. Für mehr Infos und Videos schaut auf unsere Website gemeindetv.at.